Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Lean Energy Drive. Und wir haben heute mal eine ziemlich coole Mod für den Gavril Blue Bug. Und wie ihr seht, der hier sieht ein bisschen anders aus. Also ich habe einen normalen Blue Bug. Kennen wir vom Aussehen her, ein cooler Wagen. Aber nicht zu fancy. Und hier haben wir sozusagen ein Pre-Facelift Model. Und ihr seht, als Cabrio, wir haben eine wunderschöne Front und dann haben wir natürlich die wunderbaren Heckflossen hier. Und noch nie ausgetestet. Sieht auf jeden Fall schon mal saugeil aus, die Mod. Und wollen wir gar nicht lange drum herum reden. Wollen wir mal losfahren, oder? Sieht auf jeden Fall saucool aus. Gefällt mir richtig gut. Und ich meine, die Fahrzeuge damals, 50er und so weiter. 40er, 50er, sahen einfach so geil aus. Wunderschöne Fahrzeuge. Und kann man aber auch natürlich schön crashen, wie hier. Beim Blue Bug geht das immer richtig schön rein und raus wieder. Das ist, weil er keine Knautschzone wirklich hat. Autsch. Für alle, die irgendwie coole Sachen sehen wollen, heute ist Launch America. Also heute ist SpaceX erster Launch mit, SpaceX, die Firma, die von Elon Musk die Raketen startet und die wieder landet. Die habt ihr schon alle schon gesehen. Die starten heute die erste Mission mit Astronauten dran. Und das ist erstmal seit 9 Jahren, dass amerikanische Astronauten vom amerikanischen Boden starten. Und zusätzlich das erste Mal, dass Astronauten von einer privaten Firma ins Weltall geschossen werden. Ziemlich wichtiger Tag, ziemlich entscheidender Tag. Ziemlich cool ist es. Eurer Zeit 22.30 Uhr. Findet das Ganze statt, ich weiß nicht. Also wenn das Wetter alles klappt. Aber dann landen sie die Booster vielleicht danach wieder. Also das könnte vielleicht ganz interessant sein. Werde ich mir auf jeden Fall heute anschauen. Aber dachte mir, hey, vielleicht interessiert euch das ja. Ist auf jeden Fall ein Tag, der geschichtlich sehr wichtig sein wird. Aber gehen wir mal wieder hier zum Blue Bug zurück. Und zwar haben wir hier ganz viele verschiedene Varianten, wie ihr seht. White Fab Custom. Schöner Name. On a Jet Black. White Fab Mod required. Ah, ich habe die White Fab Mod nicht. Dann geht's also nicht. Oh, scheint zu gehen. Also sieht nicht ganz 100% gleich aus. Oder? Doch, sieht ziemlich gleich aus. Sieht auf jeden Fall, sieht aus wie so ein 15 Jahre Batmobil. Sieht eigentlich ganz geil aus. Ich glaube, die Shark Fins, also die Flossen, die Haiflossen. Warte. Was heißen die auf Deutsch? Ich habe es eben noch gesagt. Die Haiflossen, sage ich mal. Sind, glaube ich, noch größer in der Variante. Sieht auf jeden Fall extrem böse aus. Die Räder sind mir zu groß. Die Felgen sind mir zu groß. Das müssen klassischere Felgen sein, aber sonst sieht das Ding auf jeden Fall so geil aus. Gehen wir mal aufs Eis raus. Aufs Eis raufgehen. Lenken wir hier ein. Boah, von Eis auf Drag. Compound ist schon nicht ganz so nice. Grip, kein Grip. Und. Okay, aber natürlich braucht man zudem schöne Farben, braucht man, ne? Bei dem. Also schwarz sieht ganz cool aus, mal, aber. Man braucht schon die coolen Farben. Oh, wir haben sogar eine Drag. Sadie. Ist das Additional Nickname? Sadie. 500 Cubic Inches. Uff. Das ist ziemlich groß. Ich weiß nicht genau, wie groß, aber 500 Cubic Inches ist 8 Liter oder so. Oh, wow. Sogar mit 2 Lichtern hintereinander. Ah, ist eine geile Mod. So. Und, gegenlenken. Shit. So. Es ist eine saugeile Mod, gefällt mir. Und das Ding zieht auch ganz ordentlich. Interessant, wie man sieht. BeamNG ist nicht dafür gemacht, probieren. Sound zu simulieren. Also Cabrios zu simulieren, weil der Sound innen drin so dumpfer ist, obwohl das nicht sein müsste. Okay, reloaden wir dich mal. Machen wir mal kurz einen Highspeed-Test oder einen Highspeed-Crash. Das hört sich doch noch was Gutes an. So, können wir aber hier eigentlich rum. So, driften wir hier rum. So. Schön rauspowern. Oh. Kriegen wir. Oder auch nicht. Komm schon. Fang nicht. Sieht aber einfach gut aus. Sieht einfach gut aus, die Mod, muss ich sagen. Komm. Wow. Hier ist das Problem, den zu kontrollieren. Selbst im zweiten Gang noch.
Wow, okay, können wir jetzt mal jetzt habe ich gerade ausfahren, jetzt kriegen wir es doch hin, oder? Jetzt sollten wir es haben. Auf jeden Fall überhitzt der Motor sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Wow. Okay, die Kühlung reicht nicht aus für den Motor, den sie reingebaut haben. Und 210. Oh. Also 210 km/h frontal in der Wand geht keinem Auto gut aus. Aber mit dem Wagen aus 50ern geht es noch ein bisschen schlechter aus. Noch einfach noch ein bisschen schlechter. Au. Jetzt sollten wir mal. Ups. Muss da rein gewesen, so gehen einmal rum. So, okay. Wir haben ja noch mehr Varianten. Wir haben unter anderem die Lowrider-Variante. Die können wir nochmal kurz ausprobieren. Lowrider. Da ist sie. So. Ich find's immer noch geil, dass wir Lowrider haben. Ich weiß nicht, was sie dazu gebracht hat. Vielleicht hat das irgendwie. Ich nehme an, die haben vielleicht irgendwie einfach die Federung überarbeitet und dachten, ja komm. Dann können wir mal demonstrieren, wie es funktioniert oder selber testen. Weil das ist natürlich schon einiges an Systemen, die dafür notwendig ist. So wie BeamNG simuliert, ein Lowrider-System zu machen. Aber auf jeden Fall ist das schon geil. Ach, ich liebe es, dass wir Lowrider haben. So. Mal runter, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite runter und... genau gegen. Fährt aber noch. Wir können nichts mehr draus sehen, aber er fährt noch. Und hoppen kann er immer noch. Wunderbar. Fahren wir mal in den anderen Bluebug rein, in den neuen. Ja, okay. Okay. Ich glaub, der Wagen ist hin. Ich glaube, der ist hin. Das war's. Lowrider Convertible. Wir haben noch Drag-Variante. Dominated Two-Door Coupe. Warte, haben wir eine Viertürer-Variante von dem hier? Oder haben wir nur... Okay, wir haben nur... Varianten von dem, okay. 423 Cubic Inches Ultra Thrust. Okay. Hört sich interessant an. Hört sich vielversprechend an. Wow, okay, grün auf grün ist brutal. Können wir die zweite Farbe irgendwie ändern? Ja, können wir. Ein bisschen zumindest. Matt schwarz, nee. Das sieht auch nicht gut aus, weiß. Weil grün auf grün ist echt ein bisschen viel. Und das ist dann komplett Interieur, nehme ich an. Keine Ahnung, was das ist. So, warum fahren wir mal los? Hier haben wir auf jeden Fall auch Streifen auf der, also entlang der Motorhaube, nicht wirklich auf. Wow. Könnte ich gerade so bremsen. Ohne ABS immer eine nicht ganz so einfache Angelegenheit. Vor allem, wenn der Wagen so viel wiegt und 50 Jahre Bremsen hat. So. Wow, okay. J-Turn kann man das Ding auch nicht. Gut zu wissen. Okay, aufpassen. Hier vorsichtig rauffahren. Aua, aua. Wow, okay. Also leicht fahren tut sich der Bluebug definitiv nicht. So, Gang. Danke. Jetzt darfst du schalten. Da wollte er jetzt nicht schalten. Dachte sich, ja, bleiben wir nochmal. Drehen wir den nochmal ein bisschen zu hoch, um den auch noch schön zu beschädigen, den Wagen. So, machen wir mal einen schönen seitlichen Einschlag, oder? Und... es tut einem einfach leid, sowas zu tun. Es tut einem einfach leid. Ich habe letztens gesagt, es tut mir nicht mehr so viel leid. Aber es tut mir doch immer noch ziemlich leid. Also vielleicht ist der J-Turn leichter, vielleicht müssen wir davor vom Gas gehen. Oh, das wollte ich nicht. Okay, jetzt hat es funktioniert. Wollte ich gar nicht machen. Bin aus Versehen auf den Button gekommen. Hat aber funktioniert. Alles geplant, natürlich. Aus Versehen geplant. Ach Mensch. So. Okay. So, übrigens, also ich plane morgen vielleicht den ersten Twitch-Stream wieder. Dann übermorgen vielleicht den ersten YouTube-Stream. Und dann übermorgen vielleicht Folge 1800. Also das ist so als grober Plan. Das ist jetzt nicht fest in Stein gemetzt, oder wie auch immer das heißt. In Stein geschlagen, genau. Also da kann sich noch was ändern, aber mein Ohr wird immer und immer besser und ich denke, das können wir so langsam machen. Aber nur damit ihr wisst, wie es aussieht. Also morgen vielleicht ist der Twitch-Stream, übermorgen YouTube-Stream und übermorgen kommt dann wahrscheinlich Folge 1800. So, wir Okay, wisst ihr was, mit dem Crash beenden wir dann auch. Das ist genug Brutalität für heute.
Wie immer, wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, schreibt mir einfach unten in die Kommentare rein. Super cooler Mod, gefällt mir echt. Und ja, links unten im Schreiben. Ich danke euch für's Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.